Willkommen. Hallo. Schön, dass du bei uns bist. Sehr gerne. Ricardo, ich dachte, wir starten so. Wir reden hier schon auch seit vielen Jahren. Wir hatten früher auch einen eigenen Track, der hieß Rehealth, über Digitalisierung in Krankenhäusern, Digitalisierung in der Pflege. Und ich dachte, wir machen mal kurz so eine kleine Gedankenreise. Ich lese mal kurz was vor, was hier so ein kleines Zukunftsszenario ist und so einen Alltag beschreiben könnte, wie wir uns, glaube ich, oft aus unserer Digitalwelt kommend vorstellen würden. Ja? Und dann kannst du mir sagen, ob das wünschenswert oder realistisch aus deiner Perspektive ist. Also, wir stellen uns jetzt mal alle vor, Pflegesituation in ein paar Jahren in der Zukunft von jetzt. Eine ältere Dame, nennen wir sie Frau Helm, ist vielleicht Anfang 90 und lebt in einer Art betreuten Wohnung innerhalb eines Seniorenwohnkomplexes. Sie leidet an Inkontinenz, sagen wir mal. Es ist in der Nacht, mitten in der Nacht, vielleicht um 3 Uhr, meldet ihre smarte Windel, dass sie ins Bett gemacht hat und dass sie wach ist. Dann kommt ein Pflegeroboter und fragt Frau Helm, ob sie ihre Windel gewechselt haben möchte. Und sie antwortet mit Ja. Der Roboter wechselt mit Hilfe ihres smarten Betts, in dem sie angehoben wird, ihre Windel. Und Frau Helm schläft weiter. Am nächsten Morgen geht sie selbstständig mit der Hilfe von einer Exo-Gel-Hilfe ins Bad und wäscht sich dort. Der Pflegeroboter assistiert ihr dann noch beim Anziehen, bringt ihr einen Kaffee. Und während sie diesen Kaffee trinkt, kommt eine Schwester und die unterhält sich dann mit Frau Helm, hat eine Viertelstunde für sie Zeit, fragt ihr, wie es ihr geht und ja, und begleitet sie sozusagen beim Kaffeetrinken. Im Anschluss kontrolliert die Schwester die Funktion aller so Sensoren im Zimmer und schaut sich nochmal die Daten von Frau Helm an. Die geht in der Zwischenzeit auch relativ selbstständig mit der Hilfe von der Exo-Gel-Hilfe zum Frühstück und der Roboter reinigt das Zimmer. So. Soweit die Zukunftsvorstellung. Jetzt kannst du mir sagen, Ricardo, wie weit ist der Alltag im Moment in der Pflege davon entfernt? Wo gibt es vielleicht auch schon solche Assistenzhilfen? Und so wie es jetzt hier beschrieben ist, wäre das eine wünschenswerte Zukunftsvision aus deiner Sicht? Also ich finde, es klingt ja alles sehr technisch. Und erstmal vorab, ich kenne niemanden, der auf die Frage hin, ob er die vollgemachte Windel gewechselt bekommen will, antworten würde, nö, lass mal, passt schon. Alleine dafür müsste man den Roboter schon in den Stecker ziehen. Klang alles sehr technisch, aber Pflege mit Menschen ist ja sehr viel mehr als die ältere Dame jetzt von einem Roboter die Windel wechseln zu lassen, wie so ein Brathering nach links und rechts zu drehen. Sondern Menschen pflegen heißt ja auch interagieren und kommunizieren miteinander. Egal ob jung, ob alt, ob krank. Die Menschen sind ja auch einsam, die wollen getröstet werden, die wollen sich unterhalten. Und all das in der ganzen Geschichte kann kein Roboter leisten. Das ist aber ja natürlich immer so ein Teil der Idee, dass man durch die Automatisierung und Robotik den Pflegekräften, den menschlichen Pflegekräften mehr Zeit verschafft, dass sie sich wirklich auch um die menschliche Seite der Pflege kümmern können. Siehst du das, dass das möglich ist oder dass es passiert, eben diese Entlastung von schweren körperlichen Tätigkeiten durch sogenannte, ja, smarte Anwendungen, Exosachen, ist Also das? heute, also erstmal so eine Gehhilfe für Menschen, die nicht mehr laufen können, wäre natürlich eine coole Sache, wenn sie dann wieder selbstständig laufen könnten. Aber auch so Hilfsmittel wie Patientenkräne, also für sehr übergewichtige Patienten, gibt es schon. Aber auch dafür brauchen wir eins, nämlich Personal und Zeit. Und beides haben wir nicht. Was uns die Arbeit erleichtern würde und zum Teil auch schon tut, ist die Digitalisierung. Also wir haben Patientenkurven, die nicht mehr mit Hand und Stift auszufüllen sind, sondern am Computer. Eine super Sache, aber man redet immer von Pflegefachkräften und leider ist diese Fachexpertise noch nirgendwo überall angekommen, denn ich muss zum Beispiel, wenn ich dokumentiere, ankreuzen, im Computer habe ich dem Patienten das linke oder das rechte Auge oder sogar beide Augen sauber gemacht, habe ich den Patienten nass oder trocken rasiert und man muss mich überlegen, man würde niemals einen Maurer fragen, ob er den Mörtel mit der roten oder mit der grünen Kelle angerührt hat, sondern man geht einfach davon aus, dass er seine Arbeit richtig macht. Und wenn wir die digitale Patientenkurve, die es jetzt schon gibt, nutzen würden und den ganzen Dokumentationswahnsinn deutlich reduzieren würden, dann hätten wir schon viel gewonnen und dann wäre auch die Digitalisierung eine super Sache.
Okay, das heißt, das ist ein Key-Aspekt, den du siehst, das ist einfach die Vereinfachung des Alltags, also wirklich die Unterstützung der Kraft, gerade in Sachen Dokumentation geben könnte. Das ist ja aber auch schon mal schön zu hören, dass es überhaupt solche digitalen Prozesse gibt. Ne? Wir haben ja am Anfang von Corona, glaube ich, waren viele von uns erstaunt bis erschrocken, dass Krankenhausbetten, Schichtpläne in Krankenhäusern, dass das alles manuell gemacht wird und da überhaupt gar keine digitalen Mittel für genutzt werden. Hat sich das jetzt gerade in den letzten 2 Jahren verändert oder ist es schon ein längerer Prozess? Ist ein längerer Prozess, aber auch der Prozess kostet natürlich sehr viel Geld. Und da das Gesundheitswesen immer auf Profit ausgelegt ist und wahrscheinlich auch immer bleiben wird, sind solche Anschaffungen A, immens teuer. Ist ja nicht nur die Anschaffung, sondern auch die Wartung, die dahinter steckt. Und deswegen scheuen mittlerweile immer noch mehrere Krankenhäuser, auch gerade so die Altenheime, solche Anschaffungen. Weil es muss sich ja rentieren. Und es ist immer im Bestreben jeder Klinik, jeden Heims, so viel Profit wie möglich an Leid und an der Erkrankung Menschen zu machen, da sind solche Anschaffungen immer sehr sparsam und mit Bedacht. Mhm. Und wie werdet ihr dann, ich meine, man hat ja sowieso schon viel zu tun und sich dann eben auch noch neue Fähigkeiten aneignen oder neue Tools bedienen. Ist das was, wo du siehst, dass da ein so Wunsch von deinen Kollegen ist und eine Offenheit für ist? Kriegt ihr da genug Training? Wie sieht sowas im Alltag aus? Also der wünschenswerte Prozess natürlich, dass man wir sind auch verpflichtet, uns weiterzubilden. Aber auch hier muss man ganz klar wieder sagen, Zeit ist der Faktor, der einfach und Personalmangel, der uns dann Strich durch die Rechnung macht. Das geht ja schon los, wenn neue Kollegen bei uns auf die Station kommen und eingearbeitet werden sollen, haben zum Beispiel eine Einarbeitungszeit von 12 Wochen, aber reell haben sie vielleicht 2-3 Wochen, weil einfach die Zeit fehlt. Also es fällt immer wieder auf Personalmangel und Zeitmangel zurück. Und das ist natürlich irgendwie so ein Trugschluss, dass man bei der Einführung von digitalen System dann gleich Zeit und Geld spart, weil man natürlich auch erstmal genau in die Menschen, die es bedienen müssen, investieren muss. Wo siehst du denn, also ich meine, das sind ja auch Themen, über die wir schon so lange reden und es ist halt immer so wichtig, natürlich da nochmal mehr Fläche, mehr Bühne für zu geben. Deswegen wollen wir dir natürlich auch hier die Bühne geben, nochmal auch bei uns vorzutragen, wo müssen wir ansetzen. Ja, wir reden schon so lange darüber, dass es einfach zu wenig Pflegekräfte gibt, dass die Pflegekräfte, die wir haben, überlastet sind. Und dass immer mehr einfach auch auf dem Rücken wirklich des Personals sozusagen abgewälzt wird. Und jetzt hat sich das natürlich nochmal brisant verschlechtert in den letzten 2 Jahren. Außer diese Unterstützung bei der Dokumentation und diese so ein bisschen Vereinfachung des Alltags. Was braucht's? Also ich glaube, als allererstes müssten wir dahin kommen, dass ein Krankenhaus kein Profitunternehmen ist. Ich meine, es gibt mittlerweile große Aktienunternehmen. Auch im Bereich der Altenpflege gibt es aus dem Ausland sehr große Investmentfirmen, die diese Altenheime aufkaufen und eben an dem Leid und wie gesagt an der Erkrankung von Menschen Geld verdienen. Und solange das so ist und solange man immer versucht, das Maximale rauszupressen aus Patient und Personal, wird immer das Personal leiden. Wir reden ja immer nur von Pflegekräften, aber auch das Reinigungspersonal ist da arg betroffen von. Ein Chefarzt bringt natürlich sehr viel Geld, der Operationen durchführt. Ne? So eine Operation kann man super abrechnen. Aber eine Hand halten von dem Sterben der Menschen bringt eben kein Geld und deswegen wird da eben am meisten gespart. Und man redet auch immer von einer besseren Bezahlung von Pflegekräften. Ja, das ist ein Punkt, aber sind wir mal ehrlich, an gute Bezahlung gewöhnt man sich. Wenn ich jetzt 6.000 Euro, 8.000 Euro kriege, irgendwann ist das für mich normal. An was man sich aber nicht gewöhnt, sind die schlechten Arbeitsbedingungen und das schlechte Gewissen, nach Hause zu gehen, dass man seinen Patienten eben nicht gerecht werden konnte. Es müssen sich die Arbeitsbedingungen deutlich verbessern. Mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Und wo würdest du dir wünschen, dass man einfach wirklich den Druck dafür aufhören kann? Ich kenne selber Menschen, die in der Pflege arbeiten, die Krankenschwestern sind. Also ja, und genau das erleben, was du gerade erzählt hast, immer der größere Effizienzdruck, der größere Gewinndruck auch. Ne? Und wie wir uns langsam fast dahin bewegen, das kenne ich eher aus England, ne? Diese Nullschichten, was da alles Grausames existiert im Alltag von Pflegekräften, wo man das Gefühl hat, dass ja, es bewegt sich leider in die Richtung und nicht in die andere Richtung bei uns. Also ich bin auch, mache ich mich bestimmt beliebt bei vielen Kollegen und Kolleginnen, unbeliebt meine ich, aber wir müssen bei uns selber anfangen. Bei jeder Pflegekraft, die muss sich einfach bewusst machen, dass immer, wenn sie Ja sagt zum Einspringen, dass wenn sie immer aus dem Frei wieder zur Arbeit kommt, um den Dienstplan abzudecken, macht sie sich mitschuldig beim Verschleiern des Pflegenotstands. Wenn zum Beispiel die Bahn draußen streikt und ihr alle nicht mehr zur Arbeit kommt, dann seid ihr wütend, frustriert, euch kotzt dieser Streik an, Medien werden aufmerksam. Wenn aber im Krankenhaus die Pflegekräfte streiken, so wie es ja momentan in Nordrhein-Westfalen ist, dort streiken alle 6 Unikliniken
in den Medien nicht präsent. Und warum? Weil die Pflegekräfte diesen Personalnotstand verschleiern, die Patienten irgendwie doch versorgt werden. Somit sieht es von außen aus, dass alles in Ordnung ist. Aber ist es eben nicht. Und da muss jede Pflegekraft anfangen, Verantwortung zu übernehmen für sich selbst. Weil auch wir haben das Recht auf Gesundheit und Erholung, aber auch für die Patienten. Denn nur eine erholte, ausgeruhte und empathische Pflegekraft wird ja ihren Job gut machen. Eine abgehetzte Schwester, die immer wieder einspringt, die nicht mal pinkeln zur Toilette kann, die wird natürlich auch mit dem Patienten nicht empathisch umgehen auf Dauer. Und da muss jede Pflegekraft für sich selber einstehen und sagen, nein, ich springe nicht ein. Es ist nicht meine Aufgabe als Arbeitnehmer in meiner Freizeit den Dienstplan abzudecken und für die Patientensicherheit zu sorgen. Das ist eben Aufgabe der Kliniken, der Heime und letztendlich auch der Politik. Ich kann mir vorstellen, dass es im Alltag manchmal bestimmt... Nee, haben wir schon. Nehmen wir einfach dieses. Es ist bestimmt auch nicht leicht im Alltag, ne? Man versucht eben, also der Gedanke, dann lasse ich heute jemand alleine und ich komme nicht und wer kümmert sich, ne? Aber trotzdem, ja, wie du gesagt hast, man muss irgendwie die Grenze ziehen, dass sich auch was verändert dabei. Es ändert sich ja nichts, weil die Klinikleitung, die Politik, alle Lobbyisten da oben, die sehen ja, dass es läuft, denn denen ist doch scheißegal, ob es auf meinen Rücken läuft, ob es auf den Rücken der Schwester Uta läuft. Hauptsache es läuft, Geld kommt rein. Und wenn wir schon mal, die 2 Minuten habe ich noch, würde ich gerne die Zeit nutzen. Ich wollte gerade sagen, wir haben noch ein anderes Thema, was dir wichtig war anzusprechen. Genau. Mach das bitte. Mich ärgert einfach die Scheuklappenpolitik von unserem neuen Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Er springt von einem medienwirksamen Thema zum anderen. Wir sprechen von Affenpocken, wir sprechen von Corona. Alles wichtige Themen. Aber während wir uns Gedanken machen, wie wir in Zukunft neuen Pandemien gegenüber besser aufgestellt sein könnten, läuft im Hintergrund seit Jahrzehnten eine der größten Infektionsgeschehen, nämlich die multiresistenten Keime. Jedes Jahr sterben 20.000 Menschen an diesen Keimen. Und im Jahr 2019, kann jeder im Internet nachlesen, waren es weltweit knapp 5 Millionen Menschen, die daran gestorben sind. Und es interessiert der Politik nicht. Die großen Pharmaindustrien sind aus dieser Antibiotikaforschung ausgestiegen, weil es sich einfach nicht rentiert. Und da sind wir wieder beim Profitgedanken. Es kann nicht sein, dass Menschen bei uns im Krankenhaus sterben, weil einfach da oben die Leute die Augen sich verschließen, das einfach finanziell nicht lohnt. Und ich kann euch sagen, es kommen ganz normale Menschen ins Krankenhaus, wie zum Beispiel ein guter Freund von mir hat sich den Fuß gebrochen. Normalerweise nach so einer Operation gehst du nach 3 Tagen nach Hause. Er lag 2 Monate im Krankenhaus, weil er eben in dieser Operationswunde so einen MRSA-Keim bekommen hat, wurde unzählige Male operiert und am Ende musste die Wunde dann mit einem Muskellappen, der ihm aus dem Oberschenkel entfernt worden ist, wieder verschlossen werden, um den Fuß überhaupt noch zu retten. Und ich würde mir wünschen von unserem Gesundheitspolitiker, Bundesgesundheitsminister, der heute leider nicht anwesend ist, dass er solche Themen auf dem Schirm hat und auch angeht. Einfach angeht. Wir wollen die letzten Minuten oder Sekunden leider nur noch dazu nutzen, zu sagen, dass du auch ein Buch geschrieben hast. Das heißt Intensiv, wenn der Ausnahmezustand Alltag ist, Notruf. Und das hast du auch heute hier. Und ich habe es vorne irgendwie im Verkauf, ja. Genau, also wenn ihr noch gerne mehr von Ricardo wissen möchtet, dann gebt ihr jetzt gleich die Möglichkeit, hier in unserem Bücherstand dieses Buch zu erwerben und von Ricardo auch selbst signieren zu lassen. Ich möchte dir ganz, ganz doll danken im Namen vom Republika-Team und unserem wundervollen Publikum, dass du heute hier bist, um diese wichtigen Themen bei uns anzusprechen. Nochmal einen ganz großen Applaus für Ricardo Lange, bitte. Dankeschön.